Habe die Ehre, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video im verregneten Spessart. Nichtsdestotrotz, ich bin rausgegangen, um ein kleines Video abzudrehen. Erstens mal, so ein bisschen Regen hat noch keinem geschadet, der Natur tut's gut. Ich hoffe, dass die Grundwasserspeicher durch die enormen Regenfälle der letzten Tage, eigentlich Wochen, doch ein bisschen aufgefüllt werden. Und außerdem habe ich jetzt frei an Ostern und dann nutze ich die Tage einfach mal, um ein Video abzudrehen. Ja, was soll das Thema heute sein? Ich wollte mal mein EDC oder meine Idee eines EDC vorstellen. Das ist der Krempel hier. EDC, Everyday Carry, wie das so schön auf Englisch heißt. Also auf Deutsch gesagt der Krempel, den man meint, jeden Tag mitschleppen zu müssen. Es ist ja ein eigenes Hobby oder eine eigene Sparte geworden, so ein paar Ausrüstungsgegenstände täglich mitzuschleppen. Einige davon sind wahrscheinlich wirklich sehr, sehr sinnvoll. Manches ist nur Spielerei. Das liegt aber im Auge des Betrachters. Und ich muss auch dazu sagen, alle gezeigten Produkte sind von mir selbst gekauft. Insofern möchte ich, ich bin nicht durch Dritte gesponsert, deswegen möchte ich für die Produkte eigentlich nicht werben. Man darf das natürlich als unbezahlte Werbung betrachten, weil immer dann, wenn ich natürlich etwas vorstelle und vor allem sehr positiv über die Sachen referiere, dann ist es einfach Werbung, weil es irgendjemanden vielleicht beeinflussen könnte, das Zeug zu kaufen. Aber wie gesagt, ich bin nicht gesponsert. Das entspricht alles meiner Idee, also meiner Meinung eines EDC. Und hier sind die Sachen. Es ist jetzt doch einiges an Zeug zusammengekommen, damit das Video nicht zu lang wird. Ich habe da eine kleine Kritik bekommen vom Arbeitskollegen an der Stelle, Werner. Schöne Grüße an dich. Der hat gemeint, das Hirn schaltet irgendwann ab bei so extrem langen Videos bei mir. Das möchte ich natürlich proaktiv verhindern. Insofern gebe ich jetzt heute nur mal so einen kleinen Überblick über das EDC, was ich da immer so mitschleppe, und werde so auf das eine oder andere nochmal in einem anderen Teil gezielt drauf eingehen. Aber jetzt wechseln wir erstmal die Perspektive, damit wir uns die Sachen mal anschauen können. Okay, und hier ist das Ganze nochmal aus der Ego-Perspektive, mal als Komplettpaket hier in dieser, wie ich finde, sehr praktischen Pouch von Viperate. Das ist die Viperate VE1, müsste das sein, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Viperate Tactical Equipment, na, taktisch ist immer gut. Also bitte das Ganze nicht auch allzu ernst nehmen. Schlussendlich ist das einfach nur ein Teilbereich und ein Hobby, und es wird Menschen geben, die können damit überhaupt nichts anfangen, so viel Klimbim mit sich rumzuschleppen. Aber es gibt andere, die interessiert sowas extrem, und deswegen möchte ich meins halt auch mal in die Kamera halten. Gut, wie gesagt, die Tasche von Viperate haben wir rausgesucht, weil ich finde die schon sehr, sehr praktisch, weil im Grunde genommen sind die Ausmaße so, dass ich das noch in die Gesäßtasche hinten reinbekomme. Das ist mit diesem ganzen Werkzeug natürlich nicht sehr bequem, aber eine Trageoption. Im Normalfall habe ich das Ding entweder in meinem Arbeitsrucksack in der Fronttasche drin, weil man muss ja nicht ständig an das Zeug ran, aber man hat es dabei. Oder man steckt es in die Jackentasche innen rein. Es gibt auf jeden Fall andere gute Trageoptionen wie in die Gesäßtasche, aber wenn man das möchte, würde sie reinpassen. Oder in eine Wander- oder Outdoor-Hose passt das natürlich ganz wunderbar in eine Seitentasche rein, und damit habe ich das ganz kompakt dabei. So, wir fangen mal mit dem Stift an. Den habe ich hier drinne von der Firma. Wo steht's? Remise oder Remise. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tatsächlich habe ich das bei diesem amerikanischen Versandriesen, der mit A anfängt und mit Sohn aufhört, geordert. Keine Ahnung, ich glaube, die Art von Stiften, die gibt es von, ich glaube, eher hunderten Firmen. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Jeder macht sein eigenes Branding drauf und die Sache ist gut. Die sind natürlich alle made in China. Ist aber ein stabiler Stift. Man kann halt falsche Richtung. Man kann gut was anfangen, und einen Stift dabei zu haben, ist natürlich immer sinnvoll.
Hier übrigens noch eine Glasbrecherspitze. Ob die denn funktioniert, habe ich keine Ahnung. Ich habe versucht, ein bisschen was rauszufinden, ob das jetzt eine gehärtete Spitze ist und ob man damit wirklich eine Scheibe durchbekommt. Ja, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht probiert. Im Notfall hätte man eine Option dabei als Kubotan, als Selbstverteidigungswaffe ist das natürlich geeignet. Wenn du das irgendjemanden auf den Körper knallst, das tut Aua. Aber ob man, wie gesagt, damit eine Scheibe durchbekommt, keine Ahnung. Aber in erster Linie soll das ein Stift sein und in diesem Gehäuse einer, der einfach nicht bricht. So, weiter geht's. Und übrigens, ihr seht, die Farbgebung habe ich bewusst so gewählt. Also überwiegend wollte ich die Sache schwarz, silber, gräulich halten. Damit sich das einfach farblich ein bisschen wiederfindet, damit es so ein Gesamtkonzept hat. Die Tasche selbst ist ja olivgrün, aber auch mit schwarzen Aufnäherelementen. Gefällt mir also optisch ganz gut. Gut, weiter geht's. Was sollte man immer dabei haben? Ein Victorinox. Ich habe mich für das Money Clip entschieden. Erstens mal, ja, es hat die silberfarbenen Alux-Schalen drauf. Bietet sozusagen den Funktionsumfang eines Classic SD, ist aber in Summe dann doch ein bisschen größer. Die Klinge. Dann haben wir die. Darüber muss ich nichts sagen. Die Victorinox-Scheren. Also die mit den ohne Serrations, die mit der glatten Schneidkante, die finde ich noch mal besser wie die ehemals Wenger mit den Serrations. Also das sind ganz taugliche Sachen. So, und jetzt muss ich mal hier wieder stoppen, weil ein Auto kommt. Scheiße, Mann. Also hier ist mehr los wie auf der A3. Gehen wir noch mal kurz auf. Kommt jetzt schon wieder einer? Ich sehe eine Treibjacht oder was? Nee, also der ist weg. Gottlob. Victorinox-Schere finde ich extrem tauglich. Und vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, ein Pflaster abzuschneiden, sind die wirklich, wirklich ganz prima geeignet. Ich finde, das ist so der große Test für so ein Scherchen, weil dieses verfilzte Pflastermaterial, da kommen viele Scheren nicht durch. Victorinox kann das. Insofern ist es das Money Clip geworden. Und wegen dem riesen Vorteil, wir haben hier halt einen Clip dran. Na, liebe Schweizer von Victorinox, hier ist ein Clip verbaut, der ist nicht besonders schick, aber er hat die Funktion, dass man clipsen kann. Ich frage mich trotzdem bis zum heutigen Tag, warum sie sich dagegen verwehren, mehrere Modelle mit Clips auszurüsten. Ich glaube, dann wäre es perfekt. Ich glaube, dann würden sie, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall hier ein Clip dran, das Money Clip. Mein kleiner Begleiter sozusagen für gewisse Alltagsaufgaben, wo halt einfach ein Scherchen oder eine kleine Klinge vonnöten ist. Es gibt hier aber auch einen kleinen Nachteil, der ist schon öfters auch in Internetrezensionen bemängelt worden. Wenn ich hier die Nagelfeile raushole, die schleift extrem an der Klinge. Also das ist nicht ganz so schick und das ist dann auch irgendwann ersichtlich. Ich hoffe, man sieht es. Wenn ich das so ein bisschen ins Licht drehe, die Kante hier oben, die ist schon ein bisschen verschrammeriert. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, ich mache mir erst die Klinge auf und dann hole ich mir die Nagelfeile raus, also praktisch einen Zwischenschritt. Manchmal bin ich auch zu faul und dann ist mir es auch ehrlich gesagt relativ wurscht und dann ziehe ich das halt dann so auf. Gut, Nummer 2, das Money Clip. Ich lasse es einfach mal außen liegen. So, weiter geht's im Text. Eine Taschenlampe habe ich natürlich auch dabei. Und zwar ist das die True Night Archer Mini. Dieses Lämpchen, das habe ich echt lieben gelernt, weil es ganz einfach zu bedienen ist und die Größe irrsinnig kompakt ist. Genau sowas habe ich gesucht. Ich war eine ganze Zeit lang ohne Taschenlampe unterwegs und hatte dann leider Gottes mal einen Fall.
familiär, wo mir jemand abhanden gekommen ist, den ich tatsächlich dann in der Dunkelheit habe suchen müssen und ich hatte keine Taschenlampe dabei. Das war damals so ein Aha-Erlebnis für mich, dass ich gesagt habe, ohne Taschenlampe gehe ich nicht mehr aus dem Haus und das Ding ist für mich tatsächlich wichtiger wie jedes Messer auf dieser Welt, weil dieses doch recht unschöne Erlebnis, es ist gut ausgegangen, hat mir damals aufgezeigt, ohne Taschenlampe verlasse ich die Bude nicht mehr. Viel kann ich an technischen Daten nicht sagen. Ich bin jetzt nicht der Lampenprofi vor dem Herrn, aber diese True Night Archer Mini, die ist wirklich sehr, sehr tauglich. Ich hatte auch schon Fälle, da habe ich mir es aufs Fahrrad gespannt, weil die Hauptlampe ausgefallen ist. Wir haben hier praktisch schon 2-Wege-Clip. Das heißt, ich kann das auch an Hut oder an die Kappe dran machen oder irgendwie mal am Fahrradlenker dran basteln. Ganz, ganz tolle Lampe. Immer mit dabei. So, der nächste Gegenstand ist eine Pry Bar, wie das Englisch so schön genannt wird. Für mich auf Deutsch stabiler Flaschenöffner mit Multifunktionsmöglichkeiten. Ich könnte hier die Spitze als Flachschlitzschraubendreher verwenden. Hier ist die Aussparung zum Aufhebeln von Kronkorken. Wir haben hier einen praktischen Clip dran. Auch das wäre eine potenzielle Selbstverteidigungswaffe. Ob man damit eine Scheibe aufschlagen kann, bin ich mir nicht sehr sicher. Allerdings hat das Ganze, wie gesagt, einen sehr robusten Korpus. Die Optik gefällt mir übrigens sehr gut. Ich weiß nicht, habe ich das jetzt gesagt? Die Firma ist, glaube ich, Harmans. Ich blende das nochmal ein. Mir ist es gerade entfallen. Aber hier diese Riffelung, dieses Chimping erlaubt das, dass ich die Pry Bar sozusagen sehr stabil halten kann. Ja, mir hat das eigentlich recht gut gefallen, dass das Teil als Flaschenöffner, weil das doch einen sehr stabilen Korpus hat. Und ich hatte einfach Bock drauf. Ob man sowas braucht, darf jeder selbst für sich entscheiden. Ich meine, auch von den Pry Bars gibt es unglaubliche Variationen, eher skelettierte, die noch leichter sind. Das Ding hat hier gute 60 Gramm roundabout. Aber ich wollte tatsächlich eins mit Vollmaterial, weil ich auch nochmal die Idee habe, wie man das eventuell outdoormäßig noch nutzen kann. Und deswegen wollte ich so eins mit stabilem und vollem Korpus. Meine Pry Bar. Okay, nächster Gegenstand. Und dann sind wir vorne eigentlich auch schon durch. Ja, wie soll es sein? Nochmal ein Messer. Böker Atlas Backlog, hier in der Scharfußklinge, gibt jetzt schon einige Vorstellungen darüber und ich konnte tatsächlich nicht widerstehen, weil die Tatsache, dass das jetzt verriegelt, macht das Teil nochmal funktionaler. Ich glaube, also meines Erachtens nach hat Böker da einen ganz großen Wurf gemacht hier mit diesen Böker Plus Atlas Messern, weil die sind unglaublich alltagstauglich. Hier dieses, ich sag mal, vom Otter Mercator abgekupferte integrale Design. Das kommt sehr, sehr cool rüber. Wir haben hier einen Dark Stonewashed Finished. Ja, man sieht hier, ich habe schon ein paar Riefen reingemacht. Also ich nutze das Teil, die D2 Stahlklinge. Finde ich übrigens sehr, sehr schneidfreudig. Das Ding ist wirklich rattenscharf. Und was mir wirklich gut gefällt gegenüber dem alten Multi, also gegen dem Atlas Multi, die diversen Klingenformen, die da jetzt rausgekommen sind. Also ich habe mich für die Scharfußklinge entschieden. Ich bin eh so ein Scharfußklingen-Fan. Das sieht man an meinen Otter-Anker-Messern, die ich habe. Ich finde die im Alltag sehr, sehr tauglich. Hier schön mit einer falschen Schneider angebracht. Die Schneidkante ist übrigens nicht ganz kerzengerade, wie das bei den Ankermessern ist. Finde ich, hat auch einen gewissen Vorteil, weil ich nicht nur oder ständig auf dieser Spitze rumschneide bei ziehenden Schnitten. Nicht, dass ich die dann doch mit der Zeit dann relativ gut rund mache. Insofern ganz, ganz taugliches Teil, gefällt mir recht gut. Habe ich deswegen in mein EDC aufgenommen und das baut halt unglaublich flach auf. Ich meine, wir haben hier eine Korpushöhe von 5 mm, weil ich hier keine weiteren Griffmaterialien verbaut habe.
Klar, die Achsschraube in Summe, die baut dann 7 mm auf in der Höhe. Aber ich habe hier ein ganz, ganz flaches, taugliches Schneidgerät, welches Backlock gesichert ist und damit für vielerlei Schneidaufgaben eigentlich ganz, ganz wunderbar geeignet. So, jetzt gucken wir mal, welche Geheimnisse sich da hinten verstecken. Was habe ich denn da noch eigentlich alles dabei? Wie soll es anders sein? Den obligatorischen Feuerstahl, ne, falls ich mal in eine Zombie-Apokalypse reinkomme, dann bin ich der, der einen Feuerstahl dabei hat. Ist natürlich ein Scherz, keine Ahnung, ich packe mir das Ding halt einfach mal rein. Ich glaube nicht, dass ich das Teil mal im Alltag nutzen müsste. Wenn, dann wäre es einfach mal ein Gag, ein Gimmick, um das irgendjemandem aufzuzeigen, wenn man mal auf einer Grillfeier ist und die Feuerzeuge funktionieren nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich in Erwartung bin einer Zombie-Apokalypse oder einer Atomkatastrophe. Auch wenn die politischen Zeiten im Moment sehr stürmisch sind. Aber ich habe einfach mal eingepackt. Einen stinknormalen Light My Fire Feuerstahl. Dann von meinem Bushgear-Feuerstahl-Umbau habe ich hier noch den Schaber. Den werde ich aber noch rausnehmen. Den habe ich jetzt im Moment noch drin, hat keine weitere Funktion. Man könnte ihn auch als Kapselheber nehmen. So, und jetzt kommt eigentlich noch das Wichtigere. Ich habe hier noch so ein kleines Medizinset, welches besteht aus einer ganzen Reihe von Pflastern, von denen ich doch immer wieder mal welche brauche. Erstens mal für mich, wenn ich irgendwelche Messerspielereien mal wieder mache und das geht schief. Aber auch wenn man Kinder hat. Und ja, so ein Pflaster ist obligatorisch. Ich habe übrigens hier auch noch ein Set an Klammerpflastern. Die finde ich auch besonders toll. Mir ist es mal passiert, dass ich mir hier an der Stelle mein Lakiol reingehackt habe. Und der Schnitt war echt sehr, sehr tief. Und das konnte ich mit so Klammerpflastern. Also das ist echt zu empfehlen. Nicht nur so die Standardpflaster, sondern auch so Klammerpflaster. Dann habe ich noch dabei Ibuprofen. Auch da jetzt nicht nur unbedingt für mich, aber ich hatte öfters mal den Fall, dass mich Menschen nach Kopfschmerz Sachen gefragt haben und dann hätte ich das dann auch dabei. Und eine, na, wo haben wir sie denn? Kleine modifizierte Victorinox Pinzette gegen Zecken. Und da muss ich nochmal zurückkommen auf den Zuschauer, auf den Hans, der immer wieder gesagt hat, dass er die nicht nehmen möchte, die Victorinox-Pinzetten, weil er damit die Zecken dann kaputt drückt und sich vielleicht die Innereien dann in den Körper reindrückt. Ich habe das Ding modifiziert. Hans, falls du das an der Stelle ziehst, ich habe dir ja schon mal kommentiert, so meine ich das. Ich habe den Winkel verändert, damit habe ich viel, viel, viel Raum hier hinten hinter der Pinzettenspitze. So, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu zeigen. Das Messer hier, das Friedrich Hartkopf, spare ich mir auf, weil das will ich nämlich separiert vorstellen. Das wäre zum einen Teil 2 und wie gesagt, Teil 3 meiner EDC-Reihe ist nochmal ein detailliertes Vorstellen und Testen von der Brybar. Insofern mache ich an der Stelle jetzt Schluss. Das war jetzt auch wieder lang genug. Werner, ich hoffe, du bist bis dahin durchgekommen. Falls ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, das war mein EDC, kleine Vorstellung von meinem Mitschleppzeugs. Genau, Mitschleppzeugs, übrigens ein Begriff, den hat der Christoph, der Schnorres 58 geprägt, den fand ich sehr, sehr witzig. Hört sich dann doch ein bisschen spaßiger an wie EDC, Everyday Carry. Aber so ist es nun mal und das war mein EDC. So, ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielleicht interessiert euch Teil 2 und Teil 3. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, egal was ihr macht. Macht's gut. Ciao.